Herzlich willkommen zu unserer heutigen Coffee Lecture mit dem Titel Recherche ist kein Hokuspokus, nutze einfach Scopus. Wir begrüßen Sie ganz herzlich. Wir, das sind einmal meine Kollegin Jessica Ullmann und mein Name ist Tina Pass. Wir arbeiten beide als Bibliothekarin hier am Informationszentrum der Universitätsbibliothek der TU. Was erwartet Sie heute? Wir möchten Ihnen natürlich erklären, was Scopus überhaupt ist, was Scopus beinhaltet und wie man Scopus benutzt. Also, was ist Scopus überhaupt? Scopus ist eine der größten und renommiertesten Datenbanken für Forschungsliteratur und hochwertige Internetquellen. Scopus ist multidisziplinär, das heißt, es beschränkt sich nicht auf ein bestimmtes Fachgebiet, sondern ist eben fachübergreifend. Und das ist das Besondere, es ist eine sogenannte Zitationsdatenbank. Das heißt, diese Datenbank liefert Ihnen nicht nur bibliografische Daten und Links zu Volltexten, sondern darüber hinaus auch noch die Zitierung der wissenschaftlichen Artikel. Das heißt, es wird gezählt, wie oft wurde dieser Artikel von anderen zitiert und auch, wen zitiert dieser Artikel. Das heißt, das Literaturverzeichnis selbst ist auch sichtbar und kann dann auch, man kann sich weiterklicken durch das Literaturverzeichnis. Und Scopus bietet darüber hinaus auch noch verschiedene Tools zur Bewertung, Verfolgung, Analyse und Visualisierung von Forschungsinformationen. Ich habe gesagt, Scopus ist eine der größten Datenbanken und das wird Ihnen vielleicht klar, wenn Sie so ein paar Zahlen hören. Ich habe Ihnen hier mal eine Folie mitgebracht, das ist aus einer Präsentation von Elsevier. Elsevier ist der Lieferant von Scopus. Und es wird hier vielleicht nochmal ganz deutlich, wie groß tatsächlich Scopus ist. Also Inhalt sind 89 Millionen Literaturnachweise und Abstracts aus mehr als 27.000 Zeitschriften, herausgegeben von mehr als 7.000 internationalen Verlagen. Darüber hinaus aber auch noch 49 Millionen Patentschriften, 11,3 Millionen Konferenzschriften. Auch das ist noch nicht alles. Es gibt 17 Millionen Autorenprofile und eben die Zitationen werden gezählt. Das sind insgesamt 1,7 Milliarden rückwirkend bis 1970. Die Abstracts sind durchsuchbar, auch bis 1970, teilweise sogar bis 1788. Und. Scopus erweitert laufend sein Angebot an Open Access Titeln, erweitert laufend das Angebot auch an Büchern. Bücher sind auch enthalten in Scopus. Im Februar 2023 war der Stand etwas mehr als 260.000 Titel. Und apropos Stand, Scopus bleibt nicht starr, sondern Scopus wird täglich aktualisiert und erweitert sich auch täglich. Das heißt, inzwischen sind es wahrscheinlich schon wieder ein paar Millionen mehr. Vielleicht stellen Sie sich die Frage, wie denn der Inhalt für Scopus ausgewählt wird. Der wird nicht einfach irgendwie automatisch eingesammelt im Internet oder so, sondern es gibt Qualitätskriterien. Und bei Zeitschriften ist es zum Beispiel so, dass Zeitschriften, deren Inhalt Einzug finden soll, in Scopus erstmal Minimalkriterien erfüllen muss. Es muss zum einen ein Peer-Review-Verfahren geben. Das bedeutet, dass bevor ein Artikel in einer Zeitschrift veröffentlicht wird, wird er erstmal geprüft von anderen Wissenschaftlern. Also ein Qualitätsmerkmal. Es muss sich um eine reguläre Publikation handeln, das heißt, es muss eine ISSN geben. Es muss englische Abstracts geben, denn diese Zeitschrift soll auch international lesbar, benutzbar sein. Und es muss ein Publication Ethics Statement geben. Das heißt, es muss irgendwie ethische Richtlinien geben zur Veröffentlichung in dieser Zeitschrift. Und wenn diese Minimalkriterien erfüllt sind, dann kommt ein unabhängiges, das ist wichtig, ein unabhängiges Expertengremium, 17 Personen. 17 Fachwissenschaftler international, das sogenannte Content Selection and Advisory Board. Und das prüft die Zeitschrift noch auf weitere Qualitätskriterien. Das sind unterschiedlichste Kriterien, nur mal so als Beispiel. Zum Beispiel muss es noch eine professionelle Redaktion geben. Es wird Wert gelegt auf eine Vielfalt in der geografischen Verteilung der Herausgeber und der Autoren. Die Qualität der Abstracts wird sich angeguckt. Alle Inhalte müssen online vollständig zugänglich sein. Es muss eine englische Homepage geben und so weiter. Und wenn all diese Kriterien erfüllt sind, dann wird die Zeitschrift aufgenommen in Scopus bzw. deren Inhalte. Bei Büchern ist es ähnlich. Es gibt keinen Fokus auf irgendwelche Themen. Also MINT-Fächer sind genauso vertreten wie die Geisteswissenschaften oder die Kunst. Es werden Monographien, Sammelwerke, Standardnachschlagewerke und Lehrbücher verzeichnet, aber nicht, und das ist vielleicht wichtig, zum Beispiel keine Dissertationen. Also Dissertationen sind nicht drin, auch keine Schulbücher, überhaupt nicht populärwissenschaftliche Literatur.
Auch Bücher müssen Minimalkriterien erfüllen. Es muss hier auch eine reguläre Publikation sein. Das heißt, es muss eine ISBN geben. Das Werk muss digital vorliegen und der gesamte Inhalt in englischer Sprache. Außerdem müssen bestimmte internationale Metadatenstandards erfüllt sein. Und wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann erfolgt auch hier eine weitere Prüfung durch ein Expertengremium. Bei Konferenzschriften ist es ein bisschen schwammiger. Es werden nur Volltexte verzeichnet. Hier gibt es aber nicht so einzelne Kriterien, sondern eher so einen übergeordneten Grundsatz. Den habe ich hier auch mal mitgebracht aus der Content Policy von Scopus. Die Auswahl basiert auf der Relevanz und Qualität der Konferenz in Ihrem Fachgebiet. Bevorzugt werden dabei Veröffentlichungen von Organisationen und Herausgebern mit hoher wissenschaftlicher Reputation. Also ganz klar immer Augenmerk auf Qualität. Qualität ist immer das Hauptaugenmerk in Scopus. Wie kann man Qualität vielleicht ein bisschen messen oder erzeugen? Dafür bietet Scopus ganz viele verschiedene Instrumente. Ich hatte ja am Anfang gesagt, es gibt so Tools zur Bewertung von Literatur. Und das nennt man Bibliometrie. Bibliometrie bedeutet, dass man versucht, anhand von quantitativen Kennzahlen Rückschlüsse zu ziehen auf eine Qualität von Literatur. Also ein Beispiel kennt man vielleicht, ist der Impact-Faktor. Das ist eine Kennzahl auf Zeitschriftenebene und die zählt, wie oft durchschnittlich Zeitschriftenartikel in dieser Zeitschrift von anderen zitiert werden. Und man sagt, wenn das eine sehr hohe Zahl ist, wenn die Artikel oft zitiert werden von anderen, dann müssen das wichtige Artikel eine wichtige Zeitschrift sein. Bei Scopus ist es nicht ganz exakt der klassische Impact-Faktor. Der bezieht sich nämlich auf 2 Jahre. Scopus benutzt den sogenannten Zeitscore. Das ist im Prinzip das Gleiche, bezieht sich aber auf 4 Jahre. Dann eben, und das ist eine Kennzahl auf Artikelebene, ist es diese Zitierung, dass man sagt, wenn ein Artikel sehr oft zitiert wird von anderen, kann man auch davon ausgehen, dass es sich um einen sehr wichtigen Artikel handeln muss. Man muss allerdings vorsichtig sein, wie bei all diesen Kennzahlen. Es kann auch einfach eine hohe Zahl an Zitierungen geben, weil es vielleicht gerade genau das Gegenteil ist und das ein Negativbeispiel ist. Das Artikel halt gerade irgendwas falsche Aussagen hat, die von anderen beleuchtet werden und auch von anderen Artikeln, die auf diese Falschaussage hinweisen. Ja, also, oder es ist ein ganz funkelnagelneuer Artikel, der kann natürlich auch noch nicht besonders hoch zitiert worden sein. Ja, also bei all diesen Kennzahlen immer ein bisschen kritisch sein und mit Vorsicht genießen. Dann gibt es auch Kennzahlen, die sich zum Beispiel auf die Autoren beziehen. Das ist hier als Beispiel mal der sogenannte Hirsch-Index. Der Hirsch-Index zählt die Zitierungen einzelner Autorinnen. Also vielleicht, um das ein bisschen klar zu machen, wenn man einen Wert von 5 hat, bedeutet das, dass man mindestens 5 Artikel publiziert hat, die jeweils mindestens 5-mal zitiert worden sind von anderen. Man sagt so, um so ein Gefühl zu kriegen, wenn man zum Beispiel 20 Jahre Forschungserfahrung hat und hat dann einen Wert von 20, hat also mindestens 20 Artikel publiziert, die wiederum mindestens 20 Mal zitiert wurden, dann ist es gut. Dann ist es nicht irgendwie überragend oder besonders herausragend, aber dann ist es solide, dann ist es gut. Diese traditionellen Instrumente bieten viele Datenbanken. Scopus hat darüber hinaus noch alternative Instrumente. Zum Beispiel wird hier auch die Online-Nutzung gezählt. Das heißt, wie oft wurde sich ein Abstract angeguckt, wie oft wurde auf den Volltext-Link geklickt. Es gibt die sogenannten Captures, also was wie Erfassung. Also das heißt, wenn zum Beispiel Bookmarks gesetzt werden für diesen Artikel oder Favoriten gespeichert werden, das wird gezählt. Es werden die Mentions, die Erwähnungen gezählt. Damit ist gemeint, wird dieser Artikel irgendwo in einem Blogbeitrag erwähnt oder in irgendeinem Kommentar. Und die Social-Media-Aktivitäten zu diesem Artikel werden auch gezählt. Das heißt zum Beispiel Likes, wenn der Artikel geteilt wird oder irgendwie in irgendwelchen Tweets erwähnt wird. Jetzt die Frage, was kann ich mit diesen ganzen Informationen anfangen? Also, Scopus hilft mir ganz klar, relevante und vor allem, und das ist eben wichtig, qualitativ hochwertige Literatur für meine wissenschaftliche Arbeit zu finden. Ich kann aber auch einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand erhalten. Ich kann die Forschung von einzelnen Wissenschaftlerinnen verfolgen und bewerten, gegebenenfalls vielleicht sogar entscheiden, mit wem ich zusammenarbeiten will. Ich kann die Entwicklung eines Forschungsgebietes verfolgen, gegebenenfalls Trends aufspüren, die gerade aktuell sind und da vielleicht dann auch neue Forschungsfelder oder Ideen für mich selbst, für meine eigene wissenschaftliche Arbeit finden.
Okay, ich denke, ich habe Sie vielleicht ein bisschen neugierig gemacht und würde dann an dieser Stelle übergeben an meine Kollegin Frau Ullmann, die Ihnen jetzt mal live Scopus zeigt. Okay, also so viel zur Theorie. Dann gehen wir jetzt endlich mal in die Praxis. Um die Datenbank zu finden auf unserer Homepage, klicken wir auf Suchen und Ausleihen. Und dann kommen wir hier zum Datenbankangebot der TU DEBIS. Da sind alle unsere Datenbanken drin verzeichnet. Wenn ich noch nicht weiß, welche Datenbank ich brauche, kann ich hier auch gerne über die Fachgebietsübersicht gehen. Aber ich weiß ja jetzt, dass ich nach Scopus suche. Also so heißt die Datenbank. Und dann bekomme ich hier zwei Treffer, einmal eine andere Datenbank und einmal Scopus. Und ich sehe hier hinten schon, wie ist der Zugang? Also die Datenbank hier oben wäre frei im Web, da brauche ich überhaupt keine Login-Daten und nichts. Und bei Scopus habe ich hier dieses AS stehen. AS bedeutet einmal frei im TU-Netz, also entweder wenn Sie in der Bibliothek sind, über EduRoam oder von zu Hause über den FullVPN. Oder Sie können sich über Shibboleth einloggen. Das ist noch eine andere Einlogart. Das funktioniert dann aber nur für TU-Angehörige. Und wir klicken mal drauf. Also hier sind diese zwei Zugänge. Und dann, wenn ich jetzt nicht weiß, was die Datenbank enthält, kann ich mir das hier alles nochmal durchlesen, ganz in Ruhe. Und ich sehe hier unten zum Beispiel, was auch interessant ist, den Berichtszeitraum. Also von 1788 an bis heute ist da Literatur enthalten. Ich bin ja im TU-Netz, deswegen klicke ich jetzt einfach hier oben auf Recherche starten. Dann werde ich weitergeleitet zur Datenbank. So sieht die Datenbank aus. In jeder Datenbank gibt es, oder in fast jeder gibt es eine Hilfe. Bei Scopus ist sie hier oben bei diesem Fragezeichen hinterlegt. Und ich könnte jetzt hier zum Beispiel mir Tutorials angucken oder im Support Center kann ich mir Sachen durchlesen. Also hier gibt es die Top 5 FAQs bei Request Changes, Access and Use und so weiter. Das machen wir jetzt nicht. Können Sie sich in Ruhe zu Hause mal angucken. Wir gucken uns jetzt die Datenbank mal an sich an und es ist hier voreingestellt die Dokumentensuche. Also ich habe ein Thema und möchte dazu Literatur suchen. Es ist voreingestellt, ich suche nach dem Artikeltitel, nach Wörtern im Abstract oder nach Keywords. Ich könnte aber auch alle Felder durchsuchen oder sonstige andere Felder, die angegeben sind. Ich lasse das jetzt hier mal so. Und wir suchen mal nach erneuerbaren Energien. Da es ja eine englische Datenbank ist, suche ich natürlich auf Englisch und gebe das mal ein. Und ich gebe das hier mit diesem Sternchen ein. Also das heißt, er würde jetzt Supply suchen, aber auch Supplies und alles, was danach kommt. Das nennt sich halt Trackierung. Also müssen Sie nicht jede grammatikalische Form suchen, sondern Sie geben das eben mit diesem Sternchen ein. So, also Power Supply with Renewable Energies ist unser Thema. Dann schicke ich das einfach ab und sehe hier, ich habe eine sehr große Trefferanzahl, also 32.000 Treffer. Das macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn, sich das alles anzugucken. Deswegen habe ich auf der linken Seite meine Filter. Und ich könnte jetzt sagen, ich möchte nur Treffer haben im Bereich Engineering zum Beispiel. Und ich könnte auch nach Sprache nochmal filtern. Ich möchte zum Beispiel nur englische Treffer haben. Und dann könnte ich jetzt sagen, Limit to, Exclude wäre dann das Gegenteil. Ich sage, ich möchte jetzt hier das darauf limitieren. Und dann sehe ich hier schön, ich habe nur noch in Anführungsstrichen 15.000 Treffer. Ich könnte mir jetzt natürlich hier noch nach Jahren alles filtern und so, aber ich kann mir das auch hier drüben umsortieren. Im Moment ist es nach dem neuesten sortiert, also die neueste Publikation ist hier oben. Aber Frau Pass hat ja schon erzählt vorhin von diesen Zitierungen. Ich möchte vielleicht das haben, was am meisten zitiert worden ist. Das ist vielleicht der wichtigste Artikel für mein Thema. Deswegen sortiere ich mir das mal um. Und dann sehe ich hier einen Artikel, der wurde über 3000 Mal zitiert. Das ist natürlich wirklich viel. Man muss dann halt ein bisschen gucken. Der ist natürlich auch schon ein bisschen älter. Also wenn man was Neueres haben will, sollte man dann vielleicht nach Jahren mal sortieren oder so. Aber nehmen wir mal an, ja, der Artikel klingt ganz gut. Dann kann ich mir den hier angucken. Dann komme ich zur Ansicht, Detailansicht des Artikels. Ich sehe hier oben nochmal, wo wurde der veröffentlicht. Ich habe nochmal den Artikeltitel, ich habe die Autoren
Und ich habe diese Metriken, von denen wir vorhin schon gesprochen haben. Wenn ich hier weiter runtergehe, kann ich mir das Abstract durchlesen. Ich habe hier auch meine Keywords, also die Stichwörter, die vergeben wurden, um diesen Artikel zu beschreiben. Und wenn ich hier Metriken zum Beispiel aufklappe, habe ich auch diese Captures und diese Mentions und so, ne, von denen wir vorhin schon gehört haben. Außerdem habe ich hier unten die References, also das Literaturverzeichnis des Artikels. Also ich kann mich hier schön weiterhangeln und nochmal alles andere durchgucken, wenn ich das möchte. Aber ich komme natürlich auch zum Volltext. Das ist wahrscheinlich das Interessanteste in dem Fall. Ich habe hier die Fulltext-Options. Und ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann mir in dem Fall den Volltext beim Publisher angucken. Dann werde ich weitergeleitet zu IEEE, weil das waren ja diejenigen, die das veröffentlicht haben. Und dann könnte ich auf PDF klicken. Und dann würde ich mich vielleicht fragen, sagen, oh, ich habe keinen Zugriff. Aber IEEE ist eine Datenbank, die ist nur über Shibboleth zugänglich. Also nicht über VPN, sondern nur über Shibboleth. Dann müssten Sie sich jetzt hier nochmal einloggen über Ihr TU-Account. Oder wir hatten ja noch eine weitere Fulltext-Option. Ich kann mir den hier im Repository angucken. Der war ja in Volltext in Open Access verfügbar. Also hier habe ich die Open Access-Version und dann habe ich gleich das PDF. Das wäre natürlich einfacher. Das ist jetzt Glück, dass wir den Artikel im Volltext haben. Das ist nicht immer so. Sie müssten dann halt nochmal recherchieren. Wenn Sie den Volltext nicht online kriegen, haben wir den vielleicht im Print. Oder müssen Sie den per Fernleihe bestellen? Deswegen ist es ganz wichtig, dass Sie hier oben die Quelle kennen. Wie das funktioniert, erklären wir Ihnen gerne noch an der Information, aber das wäre jetzt zu viel für die Coffee Lecture. Ansonsten kann ich mich hier noch weiterhangeln auch. Ich hatte hier die Index Keywords. Ich könnte zum Beispiel auch hier mehr Dokumente noch finden, die auch diese Keywords haben. Also ich könnte dann hier auf Keywords gehen und dann würde der mir alles suchen, was auch diese Stichwörter hat. Ich könnte dann hier über Select Keywords auch noch Stichwörter aussuchen und das filtern sozusagen. Das machen wir jetzt auch nicht, das führt auch zu weit. Also diese Datenbank kann unheimlich viel. Ich könnte mir dann das auch noch über Analyze Search Results, könnte ich mir das auch noch so ein bisschen grafisch aufbereiten lassen. Dann würde ich hier halt sehen, wann wurden die meisten Artikel zu dem Thema veröffentlicht zum Beispiel. Oder welcher Autor hat die meisten Dokumente zu diesem Thema veröffentlicht? Welche Uni und so weiter und so fort. Das war jetzt eine Art der Suche in Scopus, aber wir hatten ja noch mehr Möglichkeiten. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier auch noch ein Search Field dazu packen. Und dann könnte ich jetzt noch nach dem Autor suchen, zusätzlich zum Thema. Ich könnte auch hier in der Search History meine Anfragen miteinander verbinden. Also man kann da ganz viel machen. Das ging jetzt alles um die Dokumentensuche. Ich kann jetzt aber auch noch nach einem Autor suchen. Also ich habe vielleicht jemanden, was ich gerne mal wissen möchte, was hat er so geschrieben? Zum Beispiel nehmen wir den Fachgebietsleiter für Energietechnik an der TU. Das ist Zazaronis George. Und ich sehe hier, der ist dreimal drin, also einmal für die Universität von Thessaloniki, einmal Elsevier und dann hier, aha, okay, TU. Und er hat einen Hirsch-Index von 53. Also das ist sehr gut, wie wir vorhin erfahren haben. Ich kann mir jetzt den Autor nochmal auswählen und nochmal genauer angucken. Dann kriege ich hier auch so eine grafische Darstellung. Was hat er so geschrieben und wie oft wurde das zitiert? Also es sieht ziemlich gut aus, dass er aktuell auch forscht. Ich sehe hier, zu welchen Themen er forscht. Ich sehe seine ganzen Dokumente. Ich kann mir die auch nochmal sortieren nach Cited By. Also ich kann hier sehr viel nochmal rauslesen. Das ist vielleicht ganz interessant auch. Dann könnte ich aber auch noch anders suchen. Es gibt den Researcher Discovery. Das heißt, ich kann nach einem Thema suchen. Also ich beschäftige mich mit Renewable Energy.
Sources. Und dann kann ich mal gucken, wo wird denn am meisten zu diesem Thema oder wer forscht denn am meisten zu diesem Thema? Das wäre in dem Fall in Aalborg, sieht ziemlich gut aus. Ich könnte jetzt aber auch noch mal gucken, wer forscht denn am meisten zu diesem Thema in Deutschland zum Beispiel. Und dann sehe ich hier, in Aachen sind mehrere, also die scheinen ziemlich viel zu forschen. Die scheint ziemlich vielversprechend zu sein bei diesem Thema. Vielleicht nehme ich zu denen mal Kontakt auf. Das wäre auch eine Art der Suche. Und ich kann natürlich auch noch direkt nach den Affiliations suchen. Also ich kann jetzt zum Beispiel mal gucken, die TU Berlin, wenn man überlegt, wohin man geht zur Forschung oder so. Was machen die denn eigentlich so? Und dann sehe ich hier, die TU Berlin hat über 77.000 Dokumente und die meisten sind im Bereich Engineering. Das sehe ich hier auch nochmal grafisch aufbereitet. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Bereich Dentistry forsche, wäre es vielleicht nicht so clever, bei der TU nachzufragen, aber im Bereich Computer Science wäre sie wahrscheinlich ziemlich gut. Also das ist das, was man auch noch machen kann. Ja, also Scopus hat 4 verschiedene Suchen. Das war's im Prinzip von uns. Wenn Sie noch mehr Fragen haben, dann können Sie uns gern per E-Mail kontaktieren oder in der Chat-Auskunft fragen. Oder wir bieten auch eine individuelle Beratung an. Also wenn Sie Ihre Masterarbeit oder Bachelorarbeit schreiben oder so, dann gibt es auch Fachreferenten, die haben das Fach studiert, die setzen sich dann eine Stunde oder so mit Ihnen zusammen und suchen nochmal in Ruhe mit Ihnen. Okay, genau. Ich weiß nicht, ob die Frage verstanden wurde. Die Frage war, Bücher müssen ja komplett englischsprachig vorliegen. Ob das bei Artikeln auch so ist? Nein. Die Suche ist immer Englisch, das ist ganz wichtig. Aber die Artikel selber könnten auch auf Deutsch sein. Aber natürlich ist die Ausbeute mehr, wenn man auch englischsprachig sucht.